ist Anja und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Und ich habe seit letzter Folge ununterbrochen nach Teilen gesucht, die uns voranbringen. Und zwar, ich suche gerade hier nebenbei ein paar Fischlis, denn wir wollen ja auch noch irgendwas essen heute. Mann, oh Mann, bist du schnell. Genau. Wir haben jetzt die Schubkanone und... Na komm, dich kann ich auch noch nehmen. Wir haben die Schubkanone und wir haben den Laserschneider, beziehungsweise wir haben die Items noch nicht, wir haben nur die Baupläne dafür gefunden. Ha, da hast du dich ganz schön in die Ecke manövriert. Gute Arbeit. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was wir dafür eigentlich alles brauchen. Wir können die Sachen sammeln und uns danach nochmal auf zur Aurora machen. Und dann endlich mal abschließen, womit wir angefangen haben. Und naja, alles, alles von dort looten. Falls ihr übrigens bei der Aufnahme so ein leichtes Knistern hört, liegt das daran, dass ich Handschuhe Das ist irgendwie März oder sowas. Meine Wohnung ist auch warm. Meine Hände sind chronisch kalt. Ich weiß nicht warum. Und ja, keine Ahnung. Was haben wir hier? Werkzeuge. Genau, das sind die beiden neuen Sachen. Oh, zwei Diamant. Komm schon. Zwei Diamant. Okay, Höhlenschwefel haben wir. Diamant 1 haben wir. Kabelsatz und Titan. Ja, das wird witzig. Hom, yom, yom. Na komm, den essen wir auch noch. Der wird sonst eh nur alt. Okay, dann würde ich mal sagen, auf in den Kampf, ne? Suchen wir mal wenigstens... Warte, was brauchen wir überhaupt für einen Kabelsatz? Das hätte ich vielleicht vorher mal schauen sollen. Meine Hände... Was ich eigentlich erzählen wollte. Meine Hände sind kalt und mein Freund hat mir irgendwann so Handschuhe geschenkt, die man an seinem PC oder irgendwo, wo Strom ist, anschließen kann. Zwei Silbererz, das habe ich doch. Und... Oh nee, das ist Salz. Warte mal, wir nehmen auf jeden Fall schon mal das Titan. Das brauchen wir nämlich. Den Höhlenschwefel brauchen wir auch. Und ein Silbererz, ein Diamant. Das heißt, wir brauchen noch Silbererz und noch Diamant. Richtig? Richtig, genau. Die Handschuhe knistern und sollen die so ein Akku-Pack drin haben. Das ist die fertige Geschichte. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich bin leicht abzuwenden. Okay, noch ein Silbererz, ja? Dann haben wir den Kabelsatz. Dann brauchen wir nur noch... Lass mich mal gucken. Hierfür brauchen wir nur noch einen Diamant. Und hierfür brauchen wir noch ein extra Titan. Okay, warte mal, das geht voll. Ja, das geht doch voll, klar. Das ist doch absolut im Rahmen. Dann kann ich das hier gerade in die Box tun. Warte mal, wir nehmen einfach mal die Medikits mit. Eigentlich könnte ich die leeren Feuerlöscher auch einfach mal wegschmeißen. Aber hey. Dann packe ich das hier nämlich einmal gerade rüber. Und ach komm, einen Titan kann ich mir nehmen. Wenn ich den verliere, ist es nicht so schlimm. Und dann mache ich mich nämlich raus in die wilde Welt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und versuche, ich glaube, um Diamant zu kriegen, müssen wir ein Stückchen weiter nach unten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt die Seemotte und machen uns auf ein kleines Abenteuer. Wetten, wir finden jetzt einfach die ganze Folge keinen Diamanten. Das wird eine richtig traurige Geschichte. Ich finde Diamant, okay? Ich krieg das hin. Ich schaffe es. Irgendwo wird es ja wohl sein. Okay? Voilà. Oh, warte, war ich hier eigentlich schon? Hallo? Oh, hallo. Stalker? Man verkrümele sich. Und man lasse mich hier raus. Damit ich... Blei. Blei. Wirklich? Blei? Oh. Warte mal, ist hier irgendwo was? Bei diesem Ding? Warte, das kann ich scannen, oder? Blub, blub, blub. Signalbojenfragment! Mann! Endlich haben wir die Signalboje! Juhu! Es ist soweit! Ich habe schon lange gedacht, Mann, die Signalboje finden wir nicht mehr. Und der Seegleiter. Gut, dass wir den nochmal finden. Naja, immerhin mit Titan, ne? Salz ist wichtig für Wasser. Wasser haben wir nämlich, obwohl Wasser haben wir eigentlich relativ viel. Da habe ich mir recht viel von. Hier brauchen wir auch den Laserschneider, um reinzukommen. Ist das korrekt? Ich denke ja. Das heißt, da müssen wir erstmal nochmal in die, ja, ein bisschen fertig looten. Hier geht es ja richtig runter. Das ist ja voll cool. Hier war ich noch nie, glaube ich. Das ist ja voll schön. Ich habe immer Schiss vor dem ganzen Titan.
getan. Vor allem im ganzen Bereich, wo die diese Hirscher lauern, weil die mich echt nerven. Und ich die echt nicht mag. Das ist ein leckerer Metallschrott. Yum, yum, yum. Und nochmal Salz. Warum habe ich lecker gesagt? Ich weiß es nicht. Noch mehr Salz! Ja! Das war ein Wortspiel, weil es Salz im Meer. Oh mein Gott, das Meer. Ah, God damn it. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Oh! Oh, oh, oh. Noch mehr Salz und ein Zahn. Und da war was. Da habe ich was gespottet. 30 Sekunden. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Haben wir auch schon. Toll. Wo ist es? Stopp. Nein. Wo ist meine Seemotte? Hallo? Team? Hab ich jetzt verloren? Wo ist das Ding? Wo habe ich das? Ah, da unten. Ich war gerade schon leicht beunruhigt. Warte mal, wir machen das mit dem. Wenn ich es auswählen könnte. Seegleiter. Au! Du doofes Mistvieh! Hast du meine Seemotte angegriffen? Ha? Ha? Ich ramm dich jetzt. Ja, das hast du verdient. Das hast du verdient. Nur, dass dir das klar ist. Au! Hoppala, Schaden genommen. Naja, das passiert. Das passiert. Deswegen mag ich den Bereich nicht. Die greifen einfach alles an. Und dann kriegt man Schaden und dann ist das nicht schön. Und dann sind wir alle traurig. Und überhaupt. Ich finde es gut, dass wir jetzt den Kompass haben, weil dann können wir mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal in den Westen. Im Westen war ich nämlich, glaube ich, noch nicht. Never mind. Im Westen war ich schon. Aber im Westen hieß es doch, dass es hier bestimmt. Hier ist noch mehr Salz. Noch mehr Salz! Juhu! Was ist das? Du siehst aus als... Oh, Quarz! Obwohl, Quarz ist überhaupt nicht selten. Wir haben doch vorhin in dieser Quarzhöhle... Was ist vorhin? Aber vor ein paar Folgen. Einen Haufen Quarz gefunden. Übrigens ist... ich habe noch gar nichts dazu gesagt, aber... wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass die letzten paar Tage keine Videos kamen. Ich nehme oft morgens auf und wenn ich dann irgendwie den ganzen Tag... Also den Tag davor Kram mache und beschäftigt bin und dann nicht schaffe, früh aufzustehen, dann hoppala. Tut mir das sehr leid und ja, ich habe quasi einfach gesagt, haha, ich nehme mir eine Pause, aber ich habe nicht gepostet, dass ich mir eine Pause nehme. I'm sorry. Manchmal passiert das. Hier sind überall kleine Lootkisten. Ja! Aber jetzt bin ich wieder da und kann wieder regelmäßig Videos machen. Was ja schön ist, nicht wahr? Juhu. Oh, was haben wir hier? Wow, Laserschneiderfragment. Wirklich? Wirklich? Ich hab so lange gesucht für die ganzen Laserschneiderfragmente und hier war einfach eins. For real? Das ist ja belastend. Okay, warte. Ich fühle mich getrollt. Spiel! Weißt du, wie lange ich dafür gesucht habe? Wirklich? Das war nicht lustig. Silber, ja. Jetzt brauchen wir nur noch Diamant. Okay, Diamant finden wir sicherlich ohne weitere Probleme. Auch noch. Es sollte ja jetzt hier keine Challenge darstellen. Auch wenn ich überall Salz sehe und mir denke, oh, Salz, da bediene ich mich. Aber ich gehe jetzt vorbei, weil unser Inventar ist lang. Das ist einfach aufgetaucht. Das ist, da könnt ihr mir nichts erzählen. Das ist jetzt einfach aufgetaucht gerade. war ich hier schon? Nee, oder? Bestimmt war ich hier schon. Klar war ich hier schon. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier noch nicht war. Das sieht aus wie irgendwas, was man scannen kann. Oh mein Gott, bin ich ungeschickt heute. Ich drücke die ganze Zeit Tab anstatt Seemottenfragment. Ich war hier wirklich noch nicht. Ist das ein Witz? Okay, wenn jetzt hier noch die Schubkanone ist, dann ja. Dann werde ich langsam wütend. Ich habe so lange dafür gesucht, okay? So lange. Das ist kein Witz. Das war richtig belastend. Was ist das hier? Bioreaktor, Fragment. Okay, den haben wir noch nicht, glaube ich. Der ist noch neu. Oh, jetzt haben wir den Bioreaktor, okay? New Blueprint acquired. Was gibt's noch? Was können wir noch entdecken? Ich glaube, da brauchen wir auch den Dings, um reinzukommen, übrigens. Den Laserschneider, oder? Um hier in diese Höhle reinzukommen. Ja, noch mehr Salz. Juhu. Was ist das für eine... Scannerraumfragment. Oh mein Gott, wir scannern heute so viel.
Bald haben wir eine ganz. Wir haben jetzt den Scanner auf! Oh, cool! Das sollte helfen. Ich glaube, da kann man sich anzeigen lassen, wo Fragmentstücke liegen und dann da einfach hinschwimmen. Das ist ziemlich cool. Da muss man nämlich nicht, wie ich, 5 Jahre auf der Suche nach einem Laserschneider und einer Schubkanone verbringen. Passiv-aggressiv, sagte ich das. Kommt wieder rein. Willkommen an Bord, Captain. Wir brauchen einen Diamanten. Unser Inventar ist voll. Hoppala. Wir können doch einfach erstmal nach Hause gehen. Warte mal, hier könnte was sein. Wir werfen erstmal einen. Komm, wir werfen den Metallschrott weg. Blei. Blei? Wirklich? Blei? Toll. Blei. 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 Quarz. Was tue ich eigentlich? Ist nicht schlimm. Hier ist noch mehr Salz. Juhu. Oh mein Gott. Irgendwie ist das voll praktisch. Hier unten kann man voll viel looten. Ja. Irgendwann werde ich ganz viel Salz brauchen. Ich kann doch Nahrung einlegen mit Salz. War da nicht was? Ich glaube, da hat irgendjemand mal was geschrieben. Warte, jetzt muss ich mir noch kurz angucken, ob hier drin was ist. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt! Ich werd verrückt! Seht ihr das? Wisst ihr, was es ist? Wisst ihr, was es ist? Das ist noch ein Laserschneider! Wirklich? Wieso habe ich den nicht gefunden? Das gibt's doch nicht! Das ist doch Mobbing! Also jetzt mal wirklich. Mann! Okay, wir fahren jetzt erstmal zurück zu unserer Basisstation. Und hoffentlich, wir können jetzt ja schon die Schubkanone machen. Und ja, ich muss irgendwie wohl noch. Merkt man sich, die Renner ist das bei dem Spiel einfach auch sehr niedrig, damit es nicht leckt. Damit ich irgendwie zur Aurora kann und die ganzen Laserschneidertüren aufschneidern kann. Was ja wünschenswert wäre, nicht wahr? Was ja wünschenswert wäre. Dann hätten wir nämlich endlich mal den Vorteil, dass wir weiterkommen in der Story. Yay! Aber hey, ich meine, looten macht ja auch Spaß. Es ist ja, also man kann ja auch mal sagen, die Landschaften in Subnautica sind wirklich sehr, sehr schön gemacht und ich habe auch kein Problem damit zu looten. Ich schreibe mir ein bisschen, welches Spiel in der Folge machen muss, weil ich mir vorstellen kann, dass es wahrscheinlich einfach nicht so interessant anzusehen ist. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir das hier irgendwie schon in was umwandeln können. In der Signalboje! Juhu! Hier, das können wir machen, oder? Kabelsatz, Batterie. Können wir da jetzt. Warte mal. Was brauchen wir für den Kabelsatz? Silbererz. Achso, wo ist das andere Silbererz? Ist es hier? Nee. Hier ist es. Ich weiß, dass ich den mittleren Spind nicht benutze, deswegen. Warte mal, da können wir überhaupt nichts machen gerade. Ja, ganz großes Kino. Wir legen hier was zwischen. So, eine Batterie. Können wir einfach die 0% Batterie nehmen? Ist jetzt meine persönliche Frage. Geht. Ich glaube, ich habe gerade das Game ausgetrickst. Ich habe das Game ausgetrickst! Ich bin so ein Trickser. Wow! Seht ihr das? Wir sind nun stolze Besitzer einer Schubkanone. Ich sag die ganze Zeit Schubkarre. Ich weiß nicht warum. Ich reiß mich zusammen, okay? Einer Schubkanone. Jiha! Übrigens ist mir absolut bewusst, dass heute Donnerstag ist und normalerweise meine Subnautica-Tage Montag, Mittwoch, Freitag sind. Aber ich dachte, weil jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch gar keine Videos kamen, könnt ihr mir das mal verzeihen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr morgen nochmal Subnautica wollt oder dann was anderes, was theoretisch heute gekommen wäre. Was weiß ich. Sagt einfach Bescheid, dann kann ich gucken, dass ich das ordentlich hinkriege. Okay, Fabrikator. Du sagst mir doch jetzt bitte, dass ich den Laserschneider einfach haben kann, oder? Hey, komm, sei doch mal ein Bro. Nein, du bist kein Bro. Alles klar, du bist enttäuschend. Okay, dann würde ich sagen, suche ich jetzt mal nach Diamant, oder? Ich meine, bleibt mir nicht wirklich was anderes übrig, oder? So, nach ewiger Suche, es ist auch schon wieder Tag, haben wir jetzt einen Diamanten. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt alles, um uns den Laserschneider zu basteln. Ich habe hier eine Sache schon mal aus der Kiste genommen. So, das heißt, wir haben jetzt einen Laserschneider und wir haben eigentlich alles, was wir wollten, richtig? Ich nehme noch ein bisschen Wasser mit. Und, genau, dann würde ich sagen, auf geht's zu Aurora, ne? Warte, eins kann ich sogar schon trinken. Ich glaube, ich kann sogar zwei schon trinken. Und dann nehmen wir noch eins mit. Und letztes Mal hat es ja so lange nicht auf der Aurora gedauert, deswegen wird eins wohl reichen. Ich kann ein bisschen von dem Titan hier rüberlegen. Oh, was noch wichtig ist, ist, dass wir den Strahlenschutzhelm anziehen und nicht den anderen Helm. Die Schubkanone haben wir dabei, den Laserschneider haben wir dabei, den Feuerlöscher haben wir dabei. Wir haben einen Pirscherzahn. Juhu!
Gut, dass wir den noch dabei haben. Im Schnellinventar hätte ich gerne den, ich glaube sogar den Laserschneider schon, oder? Den Laserschneider, den Scanner, den Segelter brauchen wir nicht zwingend. Den Scanner, das Reparaturwerkzeug haben wir. Wir haben, oh, die Taschenlampe will ich noch. Haben wir jetzt dafür den Segelter rausgekriegt? Nö, natürlich nicht. Kann ich die Schubkanone in den Schnellzüge machen? Ja, ja, das kann ich. Gut, dann machen wir noch den Laserschneider nochmal rein und haben damit jetzt endlich die Taschen. Nee, was haben wir rausgekickt? Was haben wir rausgekickt? Ich weiß es nicht. Das Reparaturwerkzeug? Nein. Was haben wir denn jetzt nicht mehr? Das Messer, wir brauchen das Messer. Haben wir jetzt alles? Laserschneider? Wir haben Messer, Laserschneider, Schubkanone, Taschenlampe, Reparaturwerkzeug. Das klingt solide. Okay, das klingt überaus solide. Bevor wir uns auf den Weg machen, repariere ich nochmal die Seemotte. Das geht so. Oh, wir haben noch eine Radionachricht. Die sollten wir uns vielleicht anhören, bevor wir uns auf den Weg machen. Dum, dum, dum. Kommunikator. Dies ist ein automatisiertes Notsignal von Rettungskapsel 12. Koordinaten beigefügt. Warnung. Rettungskapsel ist unter die sichere Tauch. Tiefe gesunken. Unternehmen Sie keinen Rettungsversuch ohne Tauchausrüstung. Wir haben Tauchausrüstung. Gar kein Problemo. Obwohl wir immer noch mit der Kapsel von Keen strugglen, weil die auf 300 Meter ist. Okay, sagt ihr mir, wo die andere Rettungskapsel ist? In welche Richtung? Rettungskapsel, das ist Keen. Wo ist die andere Rettungskapsel? Kriegen wir die einfach nicht angezeigt, während wir Keen noch offen haben? Das ist natürlich belastend. Egal, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Zur Aurora. Wo ist denn die Richtung? Ist die Aurora? Und die? Bin ich blind? Ja, in die Richtung ist die Aurora. Die Aurora ist eigentlich echt nah dran. Merke ich gerade. Das ist gar nicht dumm. Das ist voll praktisch für uns. Dann können wir nämlich einfach dahin swooshen und haben den Vorteil, dass wir nicht lange unterwegs sind. Achtung! Und genau, das ist eigentlich ziemlich nice. Hier ist ein Stein mit Glubschis dran. Auch immer schön. Die Richtung von der Aurora, das ist eigentlich echt viel Schönes unten im Wasser. Kann ich nur sagen. Da sieht die Gegend irgendwie immer recht friedliebend aus, obwohl sie jetzt ein bisschen kälter wird, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch einfach, weil die ja signalisieren wollen, dass Strahlung ist und dass das ja nicht gesund ist für Mensch und Tier, nicht wahr? Man sieht unter Wasser auch leider nicht mehr allzu gut. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen an der Wasseroberfläche zu schwimmen, damit wir immer die Aurora im Blick haben. Und da einfach, keine Ahnung, hin können, falls irgendwas ist. Ja, wir können nicht dahin, aber wir können uns daran orientieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir können uns orientieren. Hier wird das Wasser matschig. Und ganz rot. Und wir sind weiter bei der Aurora und schwimmen weiter nach vorn. Wow, ich finde... okay, hier ist es langsam ein bisschen gruselig. Einfach, weil man nicht so viel sieht. Aber letztes Mal ging ja alles gut. Deswegen bin ich eigentlich nicht so beunruhigt wie das erste Mal. Das erste Mal, als ich zur Aurora gefahren bin. Mann, oh Mann, was hatte ich Schiss. Also, ungelogen, weil alle irgendwie gesagt haben, so, ja, hier, nimm, das ist gefährlich, da sind... Blups, ihr wisst schon, was ich meine, oder? So, wo konnten wir denn hier nochmal rein? Wo war denn das? Okay, was bist du? Was bist du? Wieso bist du so groß? Was bist du? Ich muss hier rein! Geh weg! Geh weg, 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 Freundchen. Freundchen. Was bist du? Ich komme da nicht rein, ich muss da vorbei. Geh weg. Verzieh dich. Okay, er verzieht sich. Biomasse. Hier durch. Okay, hier bin ich sicher, oder? Hier kommt das Vieh ja nicht rein. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das Vieh hier reinkommt. Ah, schnell schwimmen. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Das ist voll belastend, dass das Vieh jetzt im Wasser ist. Hä? Das war vorher doch noch nicht da. Wieso ist das denn jetzt auf einmal da? Hat es damit was zu tun, so nach dem Motto, das Spiel lässt sich das erste Mal friedlich hier hin und das zweite Mal kommt dann dieses Monster? Ich bin voll beunruhigt. Ich habe voll Angst, nochmal ins Wasser zu gehen. Mann, warum? Warum muss das denn passieren? Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Wieso? Mann, oh. Ich war gerade noch so voll, ja, letztes Mal ist nichts passiert. Eigentlich ist doch alles schön hier. Die Gegend ist so friedlich. Die Pilzviecher greifen mich nicht. Pilzviecher?
Die kleinen Krebsviecher greifen mich nicht mehr. Deswegen kann ich jetzt den Weg in die Aurora rein. Das ist irgendwie, kann man das von hier oben sehen, das Monster? Ich habe Angst, jetzt runterzufallen. Aber kann man das sehen? Warum ist das Monster da? Beziehungsweise der Leviathan wahrscheinlich, ne? Okay, wir gehen rein. Die Musik ist gruselig, aber der kann ja nicht ans Land. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ans Land kann der nicht. Boah, der Stress. Okay, ich glaube, letztes Mal haben wir es nicht in den Frachtraum geschafft. Ist das korrekt? Ja, das ist es. Das heißt, wir nehmen jetzt die Schubkanone, die 100% Energie hat, obwohl da keine laufende Batterie drin ist, und machen hier die Sachen einfach weg. Oh, wie praktisch. Hup. Oh, warte, das kann ich scannen, oder? Jetzt habe ich keinen Scanner im Schnellzugriff. Meine Güte. Warte mal, den kriegen wir noch in Schnellzugriff. Den kriegen wir noch rein. Jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. Nein! Wir machen den schneller in den schneller Zugriff, als ihr denken könnt. Können wir das scannen? Ne, das können wir natürlich nicht scannen. Toll. Gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt können wir hier durch, nicht wahr? Ja. Okay, auf geht's in den Kampf. Und den Scanner kann ich ja schon mal nehmen. Oh nein, hier brauchen wir den Laserschneider. Oh nein, hier brauchen wir den Code. Wir hatten den Code, oder? Wir hatten den Code. Ist das... Warte mal. Scans des Schadens an der Aurora... Warte, was? Was? Der Code ist... 2679. Ist das jetzt hier der richtige Code oder sind wir einfach noch in der falschen Richtung? 2679. Das ist nicht der richtige Code. Wieso ist das nicht der richtige Code? Okay, wir finden den richtigen Code bestimmt noch. Das ist nur der einzige, den ich bis jetzt habe. Das heißt, wir können hier noch gar nicht hin. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Ronja. Wir waren... Wo ist das jetzt? In welche Richtung? Frachtraum 3. Dann versuchen wir es nochmal mit der Verwaltung. Bei der Verwaltung waren wir aber eigentlich schon. Haben wir bei der Verwaltung alles mitgenommen, was es gab? Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja. Datenkonsolen. Achso, ja, die Daten habe ich schon runtergeladen. Hier, den Schreibtisch habe ich, den Stuhl habe ich. Ja, das habe ich alles. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu... Luftschleusen? Hä? Wollt ihr mich eigentlich... veralbern? Wo ist denn... Okay, erstmal mir wurde gesagt, mir wird das Hauptquartier freigeschaltet. Ich sehe hier leider weit und breit kein Hauptquartier. Seht ihr hier ein Hauptquartier? Ich auch nicht. Dann frage ich mich, was ist der Code für Frachtraum 3? Finde ich den hier irgendwo? Das ist jetzt irgendwie belastend, ne? Dass ich scheinbar zu unfähig bin, dieses Spiel... ordentlich zu spielen. Wieso? Hallo? Team? Was ist denn da los? Ja gut. Dann sind wir hier gestrandet. Ich... Immerhin haben wir es lebend auf die Aurora geschafft. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzuschwimmen. Das heißt, ich gucke mich jetzt hier gleich nochmal um. Ich würde aber sagen, das war es dann auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, wo ich den Code finde. Bitte. Nein. Was ihr, wie gesagt, morgen sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao!